Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire 2. Das hier ist meine erste Aufnahme nach meinem, kleinen Kurzurlaub. Und das ist dann somit wahrscheinlich auch die längste Breath of Fire 2 Pause, die ich bisher eingelegt habe. Umso mehr bin ich gehypt, jetzt hier endlich weitermachen zu können. Und bitte, etwaige Erinnerungslücken zu entschuldigen, die sich hier anbahnen mögen. Ich weiß aber noch grob, was wir zu tun haben. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche nach einem Fluggefährt, das uns am Ende nach St. Aoife bringen kann. Irgendwo im Osten soll das, glaube ich, gewesen sein. Und wir haben jetzt den Zugang oder die Freigabe oder die Erlaubnis oder was auch immer, den Keller hier betreten zu dürfen. Das heißt, die erste Mission lautet heute Keller besuchen. Und ja, eigentlich sollte man dafür runtergehen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Räumlichkeiten jetzt hier nochmal absuche. Begeben wir uns nach unten und gucken, wie weit wir kommen. I never thought that Nina would ever bring misfortune to this country. Only those who believed in foolish legends could hate her. Ja, das ist so. Also über diese Nina-Diskussion oder auf diese Nina-Diskussion lasse ich mich jetzt hier nicht mehr ein. Habe ich mich noch nie eingelassen. Sie ist unsere Freundin, sie ist cool. Und jeder, der irgendwas gegen sie sagt, der kriegt aufs Maul. Das ist die Devise. Ja, ein bisschen Gewaltverherrlichung direkt zu Partbeginn kann man mal machen, finde ich, wenn es nicht überhand nimmt. So long ago the people of Windia had bigger wings and they could change into a bird whenever they wanted. Dann hat nämlich Paul die Chance, sich in einen Drachen zu verwandeln und Nina kann sich in einen Vogel verwandeln. Wir sind einfach richtige Verwandlungskünstler. Warum komme ich denn an die Kisten da nicht ran? Impliziert das nicht unseren Kellerbesuch und die Freigabe, hierhin gelangen zu dürfen? Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich dachte, das hier ist der Keller. Warte mal. Gab es hier vorher schon irgendeinen Bereich, den wir nicht betreten durften? Und ja, ich weiß, es ging da... Ah, gucken Sie mal hier. What is going on which allows you to go into the basement? Tja, das geht dich mal so ziemlich gar nichts an. Kannst ja mal beim König fragen, vielleicht erzählt der dir mehr. So, ich rechne ja ganz fest damit, dass wir hier auch neue Gegner vor die Nase gesetzt bekommen. Aber ich habe Bock auf Kämpfen. Ich muss sagen, durch die lange Pause habe ich jetzt wieder ein bisschen Sehnsucht. Und ich weiß, es ist jedes Mal fatal, das laut auszusprechen, aber ich tue es trotzdem. Ist eigentlich so ein Gegner, wo ich direkt gerne auf Flame gehen wollen würde. Aber es ist halt so ein Flame-Gargoyle, oder? Oder sehen die nur so aus? Soll ich es mal probieren? Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. No risk, no fun. So, und hier habe ich irgendeinen Freeze-Angriff, der auf alle geht? Das ist denn Angel. Geht das auf den Gegner oder geht das auf meine Gruppe? Holy Power. Das kann ja alles sein. Das kann ja ein Final Fantasy Sanctus sein. Das kann aber auch eine Allheilung für das ganze Team sein. Weil ich es nicht weiß, nehme ich jetzt einfach Typhoon und du jabst einfach mal eine Runde. Und dann wollte ich gerade sagen, hoffen wir mal, dass sie nicht allzu viel Damage austeilen, aber die können ja gar nichts. Warum hatte ich jetzt nochmal Angst vor denen? Oder ist Rio einfach nur so gut mit seiner Defensive? Okay, aber der Schaden, der ist auch alles andere als Premium gewesen. Ich glaube, Flame werden wir dann zukünftig hier nicht mehr sehen. Zumindest nicht gegen diese Gegner. Ey, ich bin so gehypt auf den Moment. Oh, aber über 5000 ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, hallo, die haben Paul gerade 10 abgezogen. Wenn das bei den anderen auch so ist, dann ist das ja Kanonenfutter. Mhm. Barracuda. Ihr seht aus wie die typischen Harpien-Sirenen-Gegner. Und die Kombination, die kann echt eklig werden, wenn ich an so diverse andere Spiele denke und an die Zustandsveränderungen, die solche Damen in der Regel imstande sind zu leisten. Ich werde jetzt hier mal chop-choppen. Wollen wir es ja auch mit Typhoon probieren? Das hat bei den anderen so gut funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gegen Flame empfindlich sind. Ich weiß auch nicht. Hauptsache irgendwas zaubern. Denn das ist Ninas Stärke und die werden wir hier voll auskosten. 69 ist jetzt auch nicht so der Premium-Schaden. Aber Dings regelt hier wieder. Und mit Dings meine ich Paul. Ich bin am überlegen, einen Smoke zu nehmen. Aber eigentlich stört mich das ja alles gerade noch nicht. Mal gucken, wie lange.
Also Flame war hier auf jeden Fall auch keine gute Wahl. Ich lasse jetzt alle mal normal angreifen. Und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Das ist voll niedlich, wie wenig Schaden die machen. Vielleicht muss ich hier gar nicht zaubern, sondern kann einfach gemütlich angreifen. Ich werde mal einen smoken. Einmal schön einen durchziehen hier im Keller. Hier bekommt das nämlich A keiner mit. Und die Kämpfe bleiben ja dadurch nicht aus. Ne? Das heißt, wir kommen trotzdem in den Genuss. Warte mal, wo muss ich nochmal hin? Bei Clean. Put it in order. Jawohl. Usen. Und dann... Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwie angebrochene Smokes, aber... Jetzt muss ich hier eine neue, neues Bündel quasi aufbrechen. Das ist der richtige Weg oder ist er es nicht? Ich habe noch zwei, das darf ich nur nicht vergessen. Wenn ich jetzt hier in so einen Einzelraum komme mit einer Schatzkiste, dann ist das okay. Das sieht mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu richtig aus. Und schon wieder fühle ich mich an die Seehöhle in Lufia erinnert. Wenn ich das so sehe, ich glaube, das war der zweite oder dritte Dungeon in dem Spiel. Sehr, 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 sehr viele Kindheitserinnerungen, die in dem Zusammenhang mir immer wieder in den Kopf kommen. Ja, ich hoffe, dass wir heute unser neues Fluggefährt in Empfang nehmen können und dann erstmal die ganze große, weite Welt aufs Neue auskundschaften können. Denn ich erinnere mich dunkel noch an die ein oder andere Insel, die wir auch im Süden hatten, die man nicht betreten konnte. Wobei, da gab's irgendeinen Dungeon, zumindest sah das von außen aus wie ein Dungeon, der so ein bisschen aussah wie der allerletzte eventuell. So, von wem vermute ich jetzt größere Gefahr? Ich weiß es nicht, ich gehe mal auf die Barracudas und werde mit Nina aber zaubern, wenn die zu zweit sind, und zwar mit Typhoon. Den Typhoon habe ich gegen die Barracudas bisher noch nicht probiert, ne? Nur gegen die Gargoyles, und da hat es geholfen. Deswegen habe ich einmal viel Damage Output und andererseits die Erkenntnis, ob es hilft oder nicht. Blöd ist natürlich, wenn Barracuda so schnell stirbt, dass wir das nicht mehr ausprobiert kriegen. Aber wenn das Spiel nett ist, dann hat es mir jetzt keine AP abgezogen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ich gucke mal eben nach, aber das bringt ja auch nicht viel, weil 131 hat sie noch. Und sie hat ja vorher schon mal gezaubert, ne? Und ich habe nicht mitgerechnet, deswegen werden wir es dann wohl auf einen weiteren Versuch ankommen lassen. Ich muss mir nur unbedingt merken, dass ich die Treppe noch nach unten laufen muss. Also Codewort ist eigentlich richtig. Das klang so kaputt. Codewort Seehöhle. Das ist jetzt meine Eselsbrücke. Ich bin total überrascht, dass ich jetzt hier an einem Hauptstory-Ort bin, wo die Gegner so gnädig sind im Schadensoutput. Also das kenne ich, von Breath of Fire kenne ich das komplett anders. Woran liegt das? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh ja, Typhoon ist auf jeden Fall der Zauber der Stunde. Jetzt müsste Nina nur noch ein bisschen früher an die Reihe kommen. Dann wären die Kämpfe hier viel, viel schneller vorbei. Oh Gott, mir wird jetzt schon wieder schummrig in der Birne, wenn ich dran denke, dass wir den ganzen Weg hier gleich nochmal zurücklaufen müssen. Wie weit geht denn das hier? Hier komme ich jetzt bestimmt bei der Kiste raus, die wir vorhin gesehen haben, als wir an der Wache vorbei sind. Da gab es nämlich im nördlichen Bereich so eine einsame Kiste in so einer noch viel einsameren Sackgasse. Und ich vermute, dass das hier der Weg dorthin sein könnte. Ich glaube nämlich nicht, dass wir über die besagte Seehöhle dahin kommen. Ich bin gerade so tiefenentspannt. Bei solchen Gegnern stresst das halt auch nicht, ne? Mit den Encountern. Also wäre halt, ja, wäre halt trotzdem schon cooler, wenn die hier ein bisschen mehr, wenn die ein bisschen mehr chillen würden, ja? Und wenn das vielleicht ein paar Sekunden länger Zeit lassen würde, bevor jetzt hier, weiß ich nicht, der nächste Kampf gleich kommt. Was zur Hölle tue ich? Ich wollte eigentlich heilen. Ach nee, Jean kann gar nicht heilen. Wer kann denn überhaupt heilen? Oh, ich habe gar keinen richtigen Heiler in meinem Team. Das ist ja auch nicht schlecht, weißt du was? Weil ich jetzt den Dragon eigentlich nicht anbrechen will von Paul. Also der, also die mit den maximalen AP, ne? Mit dem erhöhten Schaden gehe ich jetzt auf die Items. Und ich wollte hier noch irgendwas im Menü machen. Achso, ja, ich wollte nochmal smoken. Genau. Bin nämlich ein bisschen smoking-süchtig. Deswegen frönen wir hier unserer Sucht im sicheren Keller.
da, wo uns kein Augenpaar jemals erwischen wird, wo niemand den Schrei unserer beanspruchten Lunge hören wird. Alter Verwalter, es sind aber viele Wege. Das sind vielleicht ein bisschen zu viele, wenn ich mir den Kommentar mal so gestatten darf. Aber wenigstens sind es die alten Vertrauten, die noch ungefährlich sind. Und das Gute ist, ich krieg die eigentlich alle innerhalb einer Runde down. Und vor dem Hintergrund sind auch die Erfahrungspunkte okay. Also gibt es eigentlich keinen Grund zu jammern. Außer diese Nonstop-Unterbrechung. Guck mal, hier ist erstmal eine schöne Sackgasse. Davon darf es gerne noch mehr geben. Ich arbeite mich jetzt hier mal so ein bisschen von oben nach unten durch. Und dann gucken wir mal, ob das ein guter und sinnvoller Ansatz ist. So, hier verteile ich jetzt immer so ein bisschen die Angriffe. Und Typhoon und der Jab-Angriff von Jean tun dann ihr Übriges. Und damit kommen wir eigentlich relativ smooth durch vermutlich alle Kämpfe. Ah, shit. Ich hatte gehofft, dass Typhoon jetzt, dass wir uns die AP sparen können. Ich bin jetzt schon so oft im Menü heute gewesen, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe, wenn ich da nie nach oben rechts geguckt habe. Und ich werde es auch jetzt nicht tun, sondern einfach mal. Guck mal, da unten ist noch eine Sackgasse. Da muss ich also gar nicht lang, den dritten Gang quasi. Vermutlich ist ja alles Sackgasse, bis auf den einen richtigen Weg. Ich könnte jetzt hier natürlich wieder die Kämpfe rausschneiden, aber dann ist das alles schon wieder so zerhackstückelt. Ich mag das nicht. Also solange wir in Kämpfen innerhalb einer Runde durchkommen, werden wir das zusammen durchstehen. Ich muss übrigens, ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang des Let's Plays gesagt, ne? Ich bin ja am allergespanntesten auf Breath of Fire 3, was ja dann irgendwann halt auch kommen wird, wenn ich hiermit fertig bin. Nicht unmittelbar im Anschluss, aber ja, sicherlich irgendwann, in Anführungsstrichen. Ich will mich hier nicht festlegen. Aber dadurch, dass es ja dann in dem Zusammenhang auch ein Plattformwechsel geben wird, bin ich schon sehr neugierig, in welche Richtung das gehen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, dass dort die Änderungen ein bisschen größer ausfallen als jetzt hier noch zwischen Teil 1 und 2, die ja in vielen Punkten noch relativ ähnlich sind. Wobei ich, glaube ich, jetzt schon sagen kann, dass ich Teil 2 cooler finde. Ich weiß aber auch gar nicht mehr so sehr im Detail, was an Teil 1 so die Kritikpunkte gewesen sind. Ehrlich gesagt, seid ihr neu? Ja. Die Guards auf jeden Fall. Die Road Slugs hingegen eher nicht so. Waren das nicht, also war die Road Slug nicht ein Gegner, wo man mit Flame ganz gut arbeiten konnte? Ich probiere das jetzt einfach mal. Und weil ich glaube, dass ein Zauber pro Runde reicht, verzichte ich jetzt mal bei Nina auf den Zaubereinsatz. Ich hoffe nur, dass sie nicht immun sind. Nee, sind sie nicht, aber der allergrößte Schaden kam jetzt hier trotzdem nicht zustande. Und ja, Breath of Fire 3 ist ja von vielen auch das am meisten geliebte BOF, so zumindest meine Wahrnehmung. Und insofern eher bin ich da ein bisschen neugierig, auch weil ich das Bildmaterial und alles sehr ansprechend fand, was ich bisher dazu gesehen habe. Was? Die hauen ab? Oh Mann. Hätte voll der ertragreiche Kampf werden können, eventuell. So. What? Ich habe über 16.000 Tacken. Wir sind voll reich. Ich kann hier zaubern, bis die Schwarte kracht. Ich muss ja gar nicht hier auf irgendwas achten. So, und vor dem Hintergrund geiz ich jetzt auch nicht mit meinen Heilmitteln. So. Da oben habe ich jetzt alles, oder? Ich gehe jetzt nicht nochmal den Weg zurück. Oh, wären die Encounter nicht, ne? Dann würde ich den Weg tatsächlich nochmal zurückgehen. Insofern bedankt euch bei der Encounter-Rate, denn ich glaube, die meisten von euch finden das gut, wenn ich nicht alles doppelt und dreifach ablaufe. Guck mal, jetzt haben sie immer noch ihre Fragezeichen. Logischerweise, ich habe ja keinen getötet. So, jetzt probiere ich es aber. Jetzt probiere ich es nochmal mit Typhoon. Und ja, du jabst halt ganz, ganz normal. Oh! Hallöchen, Popöchen! Ey, wenn der bei Paul schon so viel Damage macht, aber das war ein Critical Hit, ne? Dann würde der vermutlich alle anderen Leute hier im Team one-hitten. Also, wenn es ebenfalls ein Critical Hit wird, das ist mal mega gefährlich. Wow. Der Zauber hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber die Erfahrungspunkte,
Wenn der eine nicht geflüchtet wäre. Ich glaube, einer von den Kleinen. Einer von den Kleinen ist schon. Ist schon sehr rentabel. So, ich muss mir jetzt mindestens alle 5 Minuten in Erinnerung rufen, dass ich den Seehöhlenabschnitt noch habe. Komme ich jetzt hier zur Kiste? Hier komme ich zur Kiste, die wir aus der Ferne schon gesehen haben. Und in der Seehöhle, da finden wir dann irgendwie den Verwandlungsmodus oder den Great Bird. Ja, genau, die hier meinte ich nämlich. Storm RG. Storm RG. Warte, hier muss ich einmal kurz nachgucken. Ich bin ja so voll auch mit meinem Dings hier, ne? Mit meinem Inventar. Ich erinnere mich noch dunkel, dass in der... Entschuldigung. Letzten oder vorletzten Folge ich auch ein bisschen was verkaufen musste. So, aber erstmal gucken. Weapon for Magicians. Ich überlege gerade, wofür RG steht. Wenn das für Magier ist. Also bei Storm habe ich gerade irgendwie keine Ahnung an was gedacht. Eher an so ein Maschinengewehr oder so. Kein Plan. Okay, dann müsste das ja was für Nina sein. Und das ist es auch. Und guck mal, was für einen großen Jump sie nach vorne macht. Ja, nice. Da muss ich bei den anderen eigentlich gar nicht mehr gucken. Das hilft definitiv. Schön wäre gewesen, wenn ihr Vigor-Wert auch noch mal ein bisschen gepusht worden wäre. Ich muss mit merken, dass ich HRG aus dem Inventar heraus wegverkaufen sollte. Weg mit dem Hash. Das ist das Motto. Das ist das Motto der Stunde, wenn ich auf den nächsten Händler treffe. Gegner wollte ich gerade fast sagen, was herzlich wenig Sinn ergeben würde. So, das Schöne ist, bei so einem Einzelgegner kann ich einfach auf Auto gehen. Das geht dann auch relativ fix. Ich habe irgendwie in Breath of Fire 1, ne? Aber Angabe... Oh. Ohne Gewehr. Fireball. Das könnte interessant werden. Vielleicht werde ich das im nächsten Kampf mal ausprobieren. Ich glaube, Fireball konnte sogar Cat, oder? War das nicht einer der Zauber, die aufgrund ihrer AP-Anforderungen von ihr nie eingesetzt werden konnten? Warte mal. Das geht auf alle. Das geht auch auf alle. Fireball klingt halt so schwach, weil das in vielen JRPGs somit der erste Feuerzauber ist. Aber dadurch, dass man den hier später bekommt als Flame, glaube ich schon, dass der was kann. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil gegen solche Gegner brauche ich das jetzt erstmal nicht. Ich glaube, im Breath of Fire waren die Laufwege vor allen Dingen in der Anfangszeit nicht so lang. Im Breath of Fire 1 waren auch die Encounter irgendwie krass, auch wenn ich mit den... Waren das Herbs, die man da kaufen musste oder die man einsetzen musste, um die Encounter-Rate zu drosseln? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da hatte ich die nicht so krass in Erinnerung, beziehungsweise dieses Item zum Drosseln als ein bisschen effizienter in Erinnerung. Jetzt habe ich mir beim Fireball gar nicht angeguckt, wie viel AP der braucht. 20. 20. Okay, ich weiß, was ich definitiv nicht einsetzen werde in diesem Dungeon. Probierfreude hin oder her. Maximal bei einem Boss, aber nicht bei diesen Gegnern hier. Das geht auf jeden Fall nicht. Wisst ihr, an welches Feature ich vor kurzem zurückdenken musste, was ich bisher nur in einem PS1-Spiel mal erlebt habe, was ich aber sau cool fand? In Wild Arms, diese Karten, ich glaube, das waren Karten, die man in Bosskämpfen einsetzen konnte, um die Erfahrungspunkte zu verdoppeln. Das fand ich mega. Also das konnte man nicht nur in Bosskämpfen einsetzen, sondern generell hast du halt Items gefunden. Wenn du die im Kampf einsetzt, dann bekommst du dann zum Kampfende hin ja, die doppelte Anzahl. Und das ist cool. Das ist echt cool. Ich denke eh manchmal so völlig random, meistens vorm Einschlafen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, aber da denke ich manchmal so an Spiele nach, die schon ein bisschen weiter zurückliegen. Und da fällt mir dann immer mal wieder ein, ach, das gab's ja und das gab's ja. Und ich habe ja so ein massives Kurzzeitgedächtnis. Ne? Und wenn mir solche Sachen in Erinnerung bleiben, wie solche, ich sag mal, Gameplay-Features, dann passiert das halt echt selten. Und dann muss das schon irgendwas sein, was mich entweder extrem begeistert hat irgendwann mal oder was mich extrem gefrustet hat. Und hier ist definitiv Ersteres der Fall. So, aber das Gute ist jetzt hier, um wieder auf Breath of Fire 2 zu sprechen zu kommen, dass wir jetzt nur noch einen Weg haben. Nur der ist halt
beschwerlich aufgrund der Fülle an Gegnern. Bin aber überlegen, jetzt den größeren Cut zu machen, weil ihr wisst ja jetzt eigentlich, wohin es zurückgeht. Ist ja relativ linear. Gucken jetzt hier mal, ob es noch ein Level abgibt und wenn nicht, dann kürze ich das ab. So, Nina hat auf jeden Fall zwischenzeitlich ein Level abbekommen. Ich habe den einen oder anderen noch heilen müssen, aber unterwegs war ansonsten alles eigentlich relativ easy. Meint ihr, hier kommt ein Boss? Ich speichere mal lieber. So, sicher ist sicher, denn meine Leute sind, vielleicht habt ihr es auch irgendwie gesehen, wobei ich bin gerade gar nicht mehr im Menü gewesen, ne? Meine Leute sind gar nicht so fit. Ich weiß nicht, ob ich die trotzdem heilen soll. Ach komm, wir bekommen hier relativ viel Geld. Ich glaube, das Risiko kann ich einmal eingehen. Und meine volle Drachenpower habe ich auch noch. Insofern bin ich nicht komplett wehrlos. Only those. Only those. Only those with wings can enter beyond this point. Those without wings must leave. Okay, du hast mich nicht angegriffen. Das ist sehr freundlich. Weil ich meine, must leave kann ja auch heißen, muss weichen und deswegen wirst du hier und jetzt verrotten. What is it, Nina? Do you want to go forward and undergo the test? Ich muss jetzt mit ihr alleine spielen, ne? Ich muss jetzt mit ihr alleine spielen. Das Spiel zieht's voll durch. Das wird wahrscheinlich jeden Charakter. Das wird wahrscheinlich jeden Charakter in so einen Single-Boss-Kampf rein manövrieren. Und das könnte eventuell zum Problem werden. Aber es ist noch gut, dass sie noch ein Level abbekommen hat. Das wird eventuell helfen. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Töte ich sie? Ich könnte sie vermutlich töten, wenn ich ihr jetzt mehr von diesen Fruits gegeben hätte. Okay, dann ist sie jetzt einmal wieder fast komplett hochgeheilt. Gespeichert habe ich gerade eben. Ich wollte jetzt aber primär eigentlich nochmal ins Menü, um zu gucken, ob ich ihr eventuell noch was geben kann, was ihr weiterhilft. Wobei, ich glaube, ihre Slots waren eigentlich... Nee, ihre Slots waren leer. Okay, warte mal. Kann ich das, was ich ihmchen gerade abgenommen habe? Ja, das kann ich ihr jetzt geben. Ich weiß zwar nicht, was genau die Effekte jetzt sind, aber es wird sie vermutlich nicht schwächer machen. Insofern kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Ihre Defensive will ich hingegen nicht einschränken. Junge, Junge, ich hoffe, dass Level 27 ausreicht. Ich habe nämlich gerade ein ganz blödes Gefühl irgendwie. Wobei die Gegner hier auch nicht stark waren. Also, aber Nina hat auch nicht viel ausgehalten, muss man dazu sagen. Also könnte jetzt ja alles passieren. Okay, ich gehe jetzt mal auf Yes und dann erstmal ein paar Stoßgebete nach oben senden. Aber dann lerne ich auch... Ach, du grüne Neune. Then proceed, Nina. Okay, wenn ich mich bewege, bewegen sich auch die Steine. Do you want to return to the others? Nee. Okay, warte mal. Die haben aber ein festes Laufmuster, ne? Ja, also es richtet sich nicht danach, in welche Richtung ich gehe, sondern nur, wie viele Schritte ich eigentlich mache. Die Frage ist, was ist jetzt hier meine Aufgabe in dem Raum? You can never be human again. That is the same as dying. Jetzt mach mir mal kein schlechtes Gewissen. Das wurde uns am... Oh nein. Oh nein, es gibt hier Kämpfe. Nein. Okay, so. Ich muss jetzt rausfinden, wogegen jeder einzelne Gegner empfindlich ist. Oh Mann, ey. So, ich werde jetzt erstmal die ganz harten Geschütze ausfahren, denn in der Probierphase, ja, na klar. Das war sowas von zu erwarten, leider. Dass der Damage hier extrem hoch ausfallen wird. Überlebe ich überhaupt einen weiteren Angriff? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin tot, wenn der jetzt nochmal angreift. Und dann? Weil, guck mal, wenn ich mich jetzt heile und der nochmal angreift, dann bin ich ja wieder halb tot. Wobei, ich habe keine 70 Schaden gerade bekommen. Knapp unter 70, oder? Also, warte mal, der ist auf jeden Fall nicht gegen Typhoon empfindlich. So, dann probiere ich als nächstes mal Flame. Ja, ich mache jetzt einfach mal... Irgendwas muss ich ja machen. 69. Oh, wow. Dass es hier überhaupt Kämpfe gibt, das ist schon... Der Skandal überhaupt. Ich hoffe, das Vieh stirbt jetzt. Ja, 126. Aber reichen 126, um
Den Gegner zu one-hitten? Ich befürchte fast nicht. Hat sie gerade ernsthaft mit einem HP überlebt? Ich glaube ja. Ich glaube, ich kann mich sehr glücklich schätzen. Ich glaube, das ist ein Grundextrakt einzusetzen. Ich habe, das darf man auch nicht vergessen, gar nicht so viel Help BL mehr. Und sie kann keine Heilzauber, ne? Also es ist, wobei ich jetzt das Spiel auch ein bisschen in Schutz nehmen muss. Ich finde, hier hat sich sehr, sehr deutlich abgezeichnet, dass man mit Nina irgendwas bestreiten werden muss am Ende. Are you prepared to throw your life away to become a bird, Nina? I see. Goodbye then, Nina. Hört mal auf, so zu tun, als würde sie hier jeden Augenblick sterben. Da oben ist vermutlich der richtige Weg. Die große Frage ist, was passiert, wenn man so einen Stein berührt? Will ich das rausfinden? Ich weiß es nicht. Komme ich an dem überhaupt vorbei? Ja. Oh, die Zufallskämpfe hier, ne? Was war denn bei denen nochmal los? Typhoon? Ich meine, wenn sie ein Critical Hit landet, würde das eventuell reichen? Ich weiß es nicht. Ich habe halt von den Fruits habe ich mehr als von normalen Heil-Items. Deswegen habe ich weniger Hemmung, jetzt hier die starken Zauber auszupacken, als sie Schaden kassieren zu lassen. Aber das eine schließt das andere leider nicht aus, weil ich fress trotzdem jedes Mal Damage. Ich werde jetzt im nächsten Kampf mal probieren, auch in Ermangelung an Heiloptionen, zu fliehen. Ich hoffe, sie ist schnell genug. So, jetzt muss ich noch aufpassen. Nein. Ich will nicht, dass mich ein Stein erwischt. Normalerweise gucke ich mir jeden Gegner immer gerne einmal an, aber nicht hier. Nicht, wenn ich alleine mit Nina unterwegs bin. So. Das mit diesen Steinen, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an das ein oder andere Amiga-Spiel. Wind RB. Guck mal, man bekommt hier bestimmt Nina-spezifisches Equipment auch. Oh! Das ist vielleicht einer der besten Funde, die sie uns jetzt mit hätten auf den Weg geben können. Hätte ich jetzt einen Wunsch frei, ne? Dann hätte ich jetzt gesagt, gebt mir was, was entweder meine Defensive oder meinen Vigor-Wert erhöht. Und was passiert? Ich bekomme was, was beides mitbringt. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder ein bisschen motivierter, auch die andere Kiste noch mitzunehmen. Weil das ist mit ein bisschen Lauferei verbunden. Ich versuche jetzt trotzdem abzuhauen. Shit. Oh, aber die Defensive, die macht sich schon krass bemerkbar. Das muss man ja echt mal sagen. Trotzdem, ja, jetzt kommt die wieder mit ihrem Eckbert-Angriff ums Eck. Ich habe halt, ich muss pro Kampf, muss ich ein so ein Heil-Item mit einkalkulieren. Und ich habe jetzt noch 9. Ich schaffe doch niemals, dieses Gebiet hier zu clearen mit nur 9 Zufallskämpfen. Das ist gerade eigentlich mein allergrößtes Problem. Wobei 9 plus 3, also na gut, wenn ich das jetzt nehme, dann sind es auch keine 3 mehr. Oder ich habe dann halt doch irgendwann mal Glück und Flucht gelingt, aber darauf würde ich jetzt auch ungern spekulieren wollen, ehrlich gesagt. Dieses Ausweichen der Steine kostet halt immer noch zusätzliche Züge, ne? Und ich weiß auch nicht, wie weit der Raum nach Süden noch weitergeht. Oh, ich würde schon gerne sehen, was passiert, wenn man so einen Stein mal berührt. Warte mal, wo wandert denn der jetzt weiter? Außerdem wollte ich auch mit jeder Statue mal sprechen, in Anführungsstrichen. Wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Vielleicht wird sich eine Steinberührung auch nicht vermeiden lassen. Was zur Hölle tue ich hier gerade? Oh shit. War der mit einem Typhoon down? Ich versuche zu rennen. Mann, warum geht das in diesem Spiel so selten? Nie klappt das mit dem Flüchten. Es nervt einfach. Ich könnte auch mal Angel probieren. Ich glaube, das habe ich noch nie eingesetzt. Oh nein. Fire Breath war aber in irgendeinem Kampf, wo ich euch heute rausgeschnitten habe, auch schon nicht so der Oberknüller. Okay, aber wenigstens auch One-Hit. Das ist schon mal etwas. Es sind halt echt wenig Erfahrungspunkte, die sich ja auch bekommt, ne? Für die Gruppe ist das immer okay gewesen, aber... So, dann nehme ich jetzt einmal nochmal das. Ich gucke nochmal sicherheitshalber bei Spell, aber Angel, das wird ein Angriffsding sein. Das wird ein Angriffsding sein, weil... Oh, warte mal. Habe ich nicht ja auch irgendwas mit HP-Absorption? Nee, Drain ist nur...
AP, aber HP wäre noch nett. Ich glaube, ich hatte... Ich glaube, das war Spar. Ich glaube, irgendjemand konnte dem auch HP abzwacken, aber das ist leider nicht Nina. Okay, also wenn ich das hier alles irgendwie nochmal machen muss, dann werde ich im nächsten Anlauf definitiv... Was? Nicht hierhin. Nein! Ich gehe jetzt runter. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, kommt ein Kampf? Nee. Okay. Vielleicht kommt generell kein Kampf. Do you intend to throw away your life as Nina? You will forget your friends, parents and everyone. Auch noch? Das wird ja immer schlimmer. Man fühlt sich hier voll schlecht gerade. Weil man das Gefühl hat, sie halt komplett opfern zu müssen. If you use the powers of the great wings, you will lose your current identity. You will lose your memory as a human being. And you will become a bird without intelligence. Also sind wir nicht einfach nur ein eleganter Vogel, sondern auch noch ein dummer Vogel. Das ist ganz, ganz schlimm. Müssen wir dieses Opfer bringen? Lass uns doch einfach auf St. Aoife scheißen, hätte ich jetzt gesagt. Was war denn gegen den nochmal gut? Warte mal. Ich habe Flame. Aber Moment, Moment. Ich habe noch einen anderen Logikfehler jetzt in meiner Vorgehensweise. Wenn ich nämlich die Fruits einsetze, um die AP zu heilen, verliere ich ja auch Energie. Das heißt, so ganz klug ist es nicht, die jetzt hier völlig unreflektiert rauszuhauen. Aber ich habe mit normalen Angriffen vermutlich keine Chance, die Gegner hier down zu kriegen. Ich bin echt am Überlegen, wenn ich jetzt hier den Raum einmal geklärt habe, auch weil sie ja hier jetzt vermutlich kein Level abbekommt, einfach nochmal neu zu laden, schnell die Kisten zu holen und mit mehr Proviant dann quasi die nördliche Tür dann zu nehmen. Go home, you're unworthy. Aha, und woran machst du das fest? Was müsste denn Nina machen, um in deinen Augen worthy zu sein? Oh, die ist jetzt schon wieder in so einem Gesundheitsstatus, wo man eigentlich einen Schlag noch aushalten könnte. Wenn nicht irgendjemand mit Eckbert ums Eck kommt. Ich bin jetzt einfach mal so risikofreudig. Ich glaube, es gibt hier tatsächlich nur zwei Kisten. Und die eine ist hier oben rechts. Oben rechts und oben links halt. Und die auf der linken Seite, die haben wir schon. Kann es sein, dass die mir einfach nur den Weg versperren und gar keine Gegner sind? You came for the great wings. Don't be so cocky. You could never do it. Ich weiß gar nicht, warum die Statuen mich hier nonstop demotivieren müssen. Ich demotiviere mich selbst schon genug. Da brauche ich da nicht noch Unterstützung von irgendwelchen bösartigen, gemeinen, ungönnerhaften Statuen. Sehr gut ausgewichen, meine Liebe. Das erhöht die Chancen, dass wir hier vielleicht doch noch eine realistische Überlebenschance haben. So, und wenn hier jetzt noch ein geiles Item für sie drin ist. Windbär, das ist auch irgendwas für sie. Ich weiß immer nicht, welche Kategorie das ist, was ich hier so finde. Oh mein Gott, mein Platz. Okay, warte mal, wo ist Windbär? Hier. Increase in Agilität. Das ist aber, ist das ein Accessoire? Oder was für eine Kategorie ist das? Ich dachte nämlich zuerst, das wäre... Ah, guck mal hier. Guts, BT und D-Earring. Ich muss mal eben noch mal ganz kurz gucken, auch wenn ich glaube, dass da nicht so viel Input kommen wird. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was das macht. Warte mal, aufräumen wir vielleicht einen Anfang. So, und dann Use. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo sind meine ganzen Accessoires? YSBL? Hä? Wo ist das Zeug, was sie gerade trägt? Bin ich blind? Nee, war ich nicht. Ich musste das tatsächlich einmal ablegen. So, increase in guts und get rid of sleepiness. Okay, dann weiß ich, glaube ich, was ich nehmen will. Dann weiß ich das, glaube ich. Und zwar nehmen wir hier einmal guts und dann nehmen wir diese Geschichte hier. Oh, Vigor plus 10. Das ist super wichtig, weil das wird bestimmt auch darüber entscheiden, wie gut sie Angriffe dodgt. Und das kann am Ende des Tages echt kampfentscheidend sein. So, ich glaube, damit bin ich jetzt im Grunde genommen durch. Jetzt muss ich nur noch halbwegs sicher ankommen bei der
Tür da oben. Oh, jetzt versperrt mir das Ding hier den Weg. Kann ich bitte einmal... Nein. Oh Mann, ey. Das Spiel will nicht, dass du... Ja, Übertreibung, sein Vater. Bitte einmal tschüss. Drei Gegner. Mit Nina alleine. Nee. Ich komme hier nicht nach links raus. Ist das ätzend oder was? Ey, dieser Stein hier, der stresst richtig. So, jetzt versuche ich mal hier über die linke Route, über die ich auch hierher gekommen bin. Nein. Oh, bitte nur noch Einzelgegner. Danke, das ist in Ordnung. Wobei, bei denen muss ich aufpassen, weil die können Eckbert. Wenn die Eckbert nehmen, bin ich tot. Wobei, sie dodgt jetzt. Sie dodgt jetzt besser als vorher. Weil Vigor einfach geil ist. Vigor ist mein Lieblingsattribut im Breath of Fire 2, habe ich gerade beschlossen. Weil das, also die Vorgehensweise, also die, nicht die Vorgehensweise, sondern die Reihenfolge, wie die Charaktere an die Reihe kommen, ist, finde ich, hier so entscheidend. Ja, übertreib halt wieder mit den Encountern, ey. Lass mich halt wieder keine drei Schritte laufen, weißt du? Ich muss jetzt auch gedanklich noch mit einkalkulieren, dass ich... Oh ne, jetzt hat sie den nicht mal geschafft, ey. Mistverdammter. Das wird alles sehr, sehr knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Ich muss das jetzt nochmal machen. Ich habe nämlich Angst, dass wenn ich normal angreife, dass der Damage zu gering ausfallen wird. Ich muss halt nochmal ein komplettes Hochheilen mit einplanen, wenn ich ihr jetzt diese Fruits gebe. Warte mal, wie viel AP hat sie noch? Okay, für einen Kampf wird das noch reichen. So, oh mein Gott. Auf jeden Fall Help BL einkaufen. Das wird sowas von das Erste sein, was ich mache, wenn wir hier draußen sind. Warte mal, wo war nochmal der Hauptweg? Ich musste hier gar nicht nach links. Ey, was ist denn das? Übertreib doch nicht so. Ey, jetzt klappt das mit dem Flüchten nach wie vor nicht. Es ist einfach nur ätzend gerade. Ich habe doch schon einmal mit ihr eine gesmoked, als ich hier hingekommen bin, oder nicht? Keine Ahnung, die wird halt auch gar nicht angezeigt, wie lange der Effekt andauert. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt in jedem Dungeon klappt. Kommt einfach keine Rückmeldung, keine Visualisierung, kein gar nichts. So, Items. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mich nicht tot mache. Wenn ich hier ein paar von diesen Kackfrüchten konsumiere, habe ich nicht noch irgendein anderes Item, was mir keine Energie abzwackt? Recover HP, End Bad Status. Recover Bad Status. Hier. Sowas brauche ich. Ja, diesmal hat sie auch nichts verloren. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Item. So. Und jetzt geht's echt um die Wurst. Ich hoffe, ich bete, dass der Boss, der hier warten wird, und es wird definitiv eingeben, ich nehme jetzt nochmal Smoke, dass der halbwegs machbar ist für mein Level, weil sonst sehe ich hier komplett schwarz. So, Gegner, lass mich jetzt bitte einfach in Ruhe, okay? Einfach in Ruhe lassen. So, ich speichere hier und dann geht's ans Eingemachte. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ich werde bestimmt direkt in den nächsten Kampf geschmissen. We protect these strong powers. Why do you desire these powers, Nina? Oh, der sieht stark aus. In order to solve the puzzle of the tragedy which may occur in this world, I need the powers to fly. I see. You are saying you will save the world? Ja, und du stehst mir im Weg. Du könntest mir deine Power auch einfach so geben. Yes. Ha, you talk big. You think you can save the world by yourself? Ja, mach's doch besser. Mach's doch besser. Andere kritisieren und runterreden, aber selbst keinen Finger krumm machen. Das sind mir die Liebsten, ey. Do you seriously think you can do it? I don't know. But I would try anything to protect those I love. Fine, Nina. Then fight me and show me your determination. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe so das Gefühl, dass ich hier null Chance haben werde. Ich bin schon wieder der Optimismus in Person, ich weiß, aber...
Okay, ich glaube, das wird jetzt auf ein, zwei Probierphasen hinauslaufen, bevor ich mich für eine Strategie entscheiden kann. Ich würde jetzt einfach mal erstmal meine Zauber durchprobieren und so ein bisschen in die Analyse gehen, was am meisten Damage austeilt. Wir starten hiermit, weil das zuletzt 77. Okay, das wird vermutlich nicht sein Weak Spot sein. Oh nein. Ich hatte gehofft, dass der mir vielleicht nur ein Drittel abziehen würde. Das wäre schön, aber kannst du nichts machen. So, ich glaube, ich werde sogar zwei Testphasen benötigen. Vielleicht auch drei. Keine Ahnung. 77 war vorhin. Oh, das ist aber hübsch. Null Schaden. Geil. Agilität down, ne? Das wird ja immer besser. Aber vielleicht macht er das öfter. Vielleicht sind das dann so meine Jackpot-Runden. Ich weiß nicht, wie gut die KI ausgeprägt ist. So, Flame und Freeze will ich hier noch einmal gerne probieren. Und sie dodge? Nice. Queen Nina schon wieder am Stissel hier. Ich will nämlich auch mal gucken, ob man seine Power und sowas alles drücken kann. Was? Das war's schon? Ich habe mich jetzt auf einen Kampf eingestellt, wo der mindestens 500 HP oder so hat. Das war ja überraschend einfach. Hä? Okay, ich bin irritiert. Excellent, Nina. Take this. Nina obtained the mark of the wing. Und was muss ich jetzt damit machen? Kann man das essen? Muss ich mich damit einsalben? Muss ich das schnupfen? Was mache ich damit? Oh, oh. Oh, you are... Congratulations, Nina. I'm your great, 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 great grandmother. Was? Hast dich aber gut gehalten, Ümchen. Es kommt noch ein Kampf, ne? Grandmother? That's right, I'm your ancestor. But you really do look like me when I was young. Ist sie böse jetzt, oder was? Die guckt so grimmig. Why, my ancestor? The fact is, it is my fault that our family no longer has the powers of the great bird. I fell in love with a man from another tribe and weakened the powers of our tribe. It weakened our powers? Yes, we slowly lost our inheritance. That's why no one can use these powers anymore. Tell me, Nina, are you really going to change yourself to protect the people you love? Yes. You will be fine. I'm sure you will be able to use the powers. With your determination, you are best suited to use the powers. Für jedes Mal, wenn Powers gesagt wird, einen kurzen trinken. Bestes Trinkspiel. So, was passiert jetzt? Kann mich nicht bewegen. Tschüss, Nina. War schön mit dir. Ich glaube, danach wirst du nicht mehr dieselbe sein. I have one more thing to ask you. Do you forgive me for sacrificing the powers of our tribe and choosing a man from another tribe? Okay. Ja, ich vergeb dir. Thank you. Gern geschehen. Rechnung kommt später. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas tun? Ich habe jetzt ein neues Key-Item bekommen, ne? Aber wann setzt jetzt meine Verwandlung ein? Und wie komme ich hier vor allen Dingen wieder raus? Turn into the Great Bird. Ich muss wahrscheinlich per Knopfdruck mich zum Vogel machen, oder? Warte mal. Ich versuche mal Knöpfchen durchzudrücken. Schultertaste? Nee. Hier komme ich ins Menü. Und nu? Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich gehe mal wieder raus. Holt mich hier jemand raus, bitte. Was soll ich machen? Ich will nicht nochmal kämpfen. We should admire Nina's great courage for obtaining the powers of the great wings. Muss ich jetzt hier ernsthaft wieder rauslaufen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. So, warte. Warte, ich habe doch einen Exit-Spell. Nein. Nein, wir sind alle verloren. Ich speichere mal trotzdem einmal. Die Höhle heißt übrigens Sky Cave. Weiß nicht, ob ihr das vorher schon gesehen habt. Mir ist gerade zum ersten Mal ins Auge gesprungen. Ich habe es übrigens nicht gespeichert, weil ich glaube, dass ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Ich habe gespeichert, weil ich mich jetzt nicht gewillt bin, nochmal zu heilen. Gibt es überhaupt noch Gegner? Ja, da oben, das Männchen sagt, hier sind noch Gegner, ne?
Okay, guck mal, hier gab es jetzt keinen Encounter. Do you want to return to the others? Ja. Wann tritt denn der Moment ein, wo Nina ihr altes Selbst quasi verliert? Ah, jetzt bin ich wieder mit der Gruppe zusammen. Das ist schön. Und sie ist hochgeheilt. Warum? Guck mal, das sieht aus, als hätten wir einmal alle übernachtet. Hä? Muss ich nicht verstehen. Also, finde ich gut, dass es so ist, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. So, was mache ich jetzt? Wohin muss ich denn jetzt mit Nina? Gibt es hier irgendwie so Flugplattform oder so? Ich wette, auf der Weltkarte kann ich dann per Knopfdruck... Hi. Warte mal, meine Anordnung ist völlig kaputt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben vorhin hier in dieser Seehöhle, in Anführungsstrichen, keinen einzigen Kampf bestritten. Deswegen, Warte mal, irgendwas habe ich gerade komplett falsch gemacht. Nina ist als erstes dran. Das heißt, Nina wird Typhoon einsetzen. So, und die anderen können ihre Angriffe schön verteilen. Aber das ist eh egal, denn wenn Nina an die Reihe kommt, das wird sie vermutlich nicht, weil sie steht in der ersten Reihe und wird jetzt nonstop im Gegnerfokus sein. Bitte lass Nina am Leben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt hat das Spiel einmal Erbarmen mit mir. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht und ungläubig, weil der Boss so schnell down war. Also dann ist wahrscheinlich die Levelanforderung irgendwo bei 25 oder so, ne? Dann bin ich ja doch dankbar, dass ich sie jetzt zuletzt häufiger mal im Team hatte. So, warte mal, ich muss jetzt unbedingt meine Order hier anpassen. Und zwar manuell. So standen sie vorher auch, ne? Ich glaube, so kann man das lassen. Sehr schön. So, kann ich jetzt hier theoretisch und praktisch Exit einsetzen? Nö. Ich meine, ganz ehrlich, hier an dem Ort macht das vielleicht auch wenig Sinn, weil die Gegner halt relativ easy sind. Und der Weg ist auch nicht allzu weit. Ich glaube, der weiteste Weg hier in diesem Kellerbereich war zu der einen Kiste da oben. Und hier müssten wir eigentlich gleich am Ausgang sein. Vielleicht kriegen wir ja hier nochmal irgendwie ein Level-Up mitgenommen. Deswegen flüchte ich jetzt aus diesem Kampf auch nicht. So, Nina, war ich hier auch Typhoon? Ich kann mir das irgendwie nicht merken. Bei irgendeinem Gegner war doch Flame besser, oder? Oder verwechsel ich das jetzt komplett? Ich weiß nicht, wir gucken. Wir gucken. Ich will heute noch mindestens einmal auf die Weltkarte und schauen, ob sie sich in die Lüfte erhebt. Das ist eigentlich mein einziges und vermutlich auch mein letztes Ziel für die Folge. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass das alles ist. Also ich hätte jetzt vermutet, dass sie so im Rahmen von irgendeinem Ritual oder so die Möglichkeit bekommt, das Fliegen zu erlernen und dass dann die Leute noch so mit ihr sprechen und wir dann auch sehen, was mit ihr passiert, wie der Erinnerungsverlust einsetzt und so. Sagst du jetzt irgendwas Neues? I never thought that Nina would ever bring misfortune. Ja, nee, das hat sie zu Beginn auch schon erzählt. So, vielleicht macht es auch Sinn, nochmal zu Gramps zurückzugehen. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt draußen vor der Türe... Ha, muss noch was tun. Wenn ich draußen vor der Türe jetzt nicht losfliegen kann, dann würde ich zu Beginn der nächsten Folge vermutlich nochmal zu Gramps rübergehen. So, 4 empty Slots habe ich. So, ich kaufe einmal, zweimal, dreimal. Ein Slot lasse ich mir als Puffer über und dann werde ich versuchen, ich hoffe, ich vergesse das nicht, vor der nächsten Folge ein bisschen was zu verkaufen. Mein Hasch wollte ich verkaufen. Das habe ich mir sogar noch gemerkt. So, aber jetzt geht es erstmal in die große Testphase. Und dann schauen wir mal. So, einmal rüber auf Nina. Und dann Knöpfchen drücken. Nee. Noch passiert hier nichts. Oh, das war gerade sehr sinnlos. Nee, sie fliegt nicht. Okay, dann, ja, weiß ich nicht, dann werde ich vermutlich einmal nochmal unseren Opa besuchen gehen und schauen, ob wir hier vielleicht irgendeinen wertvollen Hint bekommen. Oh, Your Majesty. Anwesend. Bitte sag mir, was ich jetzt tun soll. Your Majesty, I have just returned. Oh. Nina, did you obtain the mark? Yes. I see.
Then I will prepare for the ceremony. You should rest until everything is ready. Gramps, please. Also, Gramps, please escort her. Please, come this way. Alles klar. Ich wollte doch Ofsky noch ein bisschen Handel betreiben. Das habe ich mir jetzt wahrscheinlich kaputt gemacht. Nina, are you here? Father, I will make you better. Do you accept me to allow my precious daughter to give up her life as a human to save my life? Answer me, Nina. Oh, das hat sie, glaube ich, gerade gefragt, oder? Nee, aber er hat gesagt, my daughter, es war er. Do you intend to use the powers of the Great Bird to save the King of Windia? No, father. That's not all. I believe it is for the benefit of the world. That is why I have made the decision to give up my life and become the Great Bird. Well said, Nina. You are my daughter and Windia's princess. Go, go on your journey. I will never ever forget you. I also will never forget you, Father. Even if I become a bird, never. Ich glaube, das kannst du nicht beeinflussen, aber ich will jetzt auch die Stimmung nicht killen. Ich bin nur realistisch. I'm going now, Father. Take care of yourself. Kein Küsschen, keine Umarmung zum Abschied. Oh, guck mal, da schlummern sie alle. Hallo, wer sind Sie? Können Sie bitte anklopfen? Hallo, nicht erschrecken. Ey, nicht in unseren Schlüppis wühlen. Was hat die gemacht? Hallo? Wer war das? Ich kann mich auf jeden Fall wieder bewegen. Okay, ihr Lieben, dann werde ich vermutlich in der nächsten Folge irgendwann so einen kleinen Cut reinsetzen, um meine Verkaufsarie dann mittendrin vollziehen zu können. Und dann werden wir beim nächsten Mal vermutlich mit der Zeremonie starten, es sei denn der Besuch in Anführungsstrichen, der blauhaarigen Dame gerade eben, wird das in irgendeiner Form vereiteln. Und auch das werden wir sicherlich beim nächsten Mal herausfinden. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!